Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute gibt es ein weiteres Arena 2-on-2 Commentary aus der Burning Crusade Classic Arena. Ihr seht hier schon, die Pforte von der Sheergrad Arena wird sich gleich öffnen. Wir spielen heute wieder mit meinem Heal-Druiden-Mate quasi 2-on-2 Arena. Ich starte schon mal die Aufnahme hier. Wie gesagt, das war auch wieder nicht live auf Twitch. Ich habe die Aufnahme quasi hier recorded, wo wir eben gerade in der Arena drin waren. Und ich möchte euch natürlich auch mit dem heutigen Video wieder live mitnehmen hier auf YouTube auch in unsere Arena-Journey. Wie gesagt, mein Droide immer noch full green equipped. Ja, scheißegal, wir machen einfach weiter, Leute. Wir haben uns aber eben auch schon dazu entschieden, dass wir ein bisschen mehr Ehre farmen werden, auch in den nächsten Wochen. Weil wir einfach sehr hart kassiert haben in den weiteren Games. Werdet ihr aber gleich noch alles erfahren. Auf jeden Fall, ja, wir haben heute weitergemacht in der Arena, Leute. Und sind immer noch mit Heal-Druide Schurke drin. Ein durchaus spielbares Setup momentan, wenn man so ein bisschen Gear hat. Vor allem auf dem Druiden. Aber dazu später mehr. Generell zu meinem Setup hier in den ersten Games gerade heute habe ich verschiedene Addons wieder probiert. Ich habe Essarena statt Gladi ausprobiert. Ich habe mein Focus-Target mal an eine andere Stelle platziert. Das hat mir auch nicht so gut gefallen, deswegen ich werde in den ersten drei, vier Games gleich so ein bisschen verloren wirken, weil ich da einfach auch noch Interface-Dinge eingestellt habe. Von daher lasst euch da nicht ja, irgendwie irritieren, ja. Genau, wir haben hier das Setup, ja, Krieger Heal Priest, ein relativ starkes Setup, würde ich sagen, Season 1. Der Priester kann den Burst relativ gut gegenhealen, den der Krieger bekommt, kann ihn natürlich auch dispellen, wenn er geslowt wird oder CC'd wird. Jetzt habe ich den Krieger hier gezappt, der war in der Berserkerhaltung, konnte deswegen direkt aus dem Zap entkommen. Und ja, jetzt war ich hier so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Also der eigentliche Gameplan ist normalerweise, dass der Krieger CC'd wird, also in den Wurzeln hängt oder im Cyclone und ich quasi den Priester down nuke. Das war so der Plan, hat aber ehrlich gesagt in dem Game hier überhaupt nicht funktioniert, weil ich auch, wie gesagt, völlig überfordert war von meinen Addons irgendwie. Habe ich hier den Reopener auf den Priester bekommen, der hat hier Schmerzunterdrückung ja, aktiviert direkt, dadurch bekommt er deutlich weniger Schaden für die Duration. Es ist quasi hier vorbei. Deswegen habe ich direkt danach meinen Nierenhieb gemacht, damit ich danach so ein bisschen Druck aufbauen kann. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich vanishen und genau geroart auf ihn drauf machen. Dann wurde er für 3 Sekunden gesilenced und hat auch nochmal eine Blutung drauf bekommen. Ihr seht hier, er hat auch für 20 Sekunden gerade noch Exposed Armor drauf. Also er ist quasi eigentlich vollkommen ready, ihn zu killen und es wird quasi auch gleich geschehen. Der Krieger hat es hier nicht geschafft. Jetzt habe ich hier nochmal gewenischt und Sheep Shot. Jetzt kommt quasi nochmal der Kidney Shot an der Stelle. Und jetzt sollte er quasi auch gleich down gehen. Es gibt Games so, da ist dann einfach ein Krieger auf dir drauf und der hackt dich einfach in 3 Sekunden weg. Es gibt Games, da überlebt man ein bisschen länger. Es gibt Games, da wird mein Druide in 2 Sekunden weggenukt. Es ist alles immer so ein bisschen RNG natürlich auch. Und das war alles andere als sauber Arena gespielt gerade. Das war einfach. Ja, der Priester hatte, glaube ich, einfach null PvP-Gear an, ehrlich gesagt. Der ist wirklich gerade extrem einfach umgefallen. Jetzt hätten wir hier noch den Krieger auch noch killen, wie gesagt. Und damit haben wir dann auch das erste Game gewonnen. Wir gucken mal. Ich pausiere ihn gerade mal. Ich habe 35k Damage gemacht. Der Krieger hat ja sehr wenig Damage gemacht, auch an der Stelle. Und wir haben ja auch nur 13 Punkte für bekommen. Ja, also das war nicht so das besondere Game an der Stelle. Und wir skippen direkt natürlich mal wieder ein bisschen weiter nach vorne. Ja, damit hier auch natürlich die Action direkt wieder abgeht für euch. 115 Sekunden. Geht dann auch das Game hier jetzt schon wieder los. So, wir sind in den Ruins of Lordaeron. Tatsächlich eine Arena, die ich nicht so mega gerne spiele. Also, ja, obwohl. Ja doch, ich würde sagen, tatsächlich meine Lieblingsarena ist Nargrand. Danach kommt die Sheergrad Arena und danach Ruins of Lordaeron. Ruins of Lordaeron finde ich, ist natürlich immer sehr Open Field irgendwie. Man hat nur diesen kleinen. Eine kleine Ruine in der Mitte, um zu Line of Sighten. Finde ich immer so ein bisschen
nervig manchmal. Oh, hier haben wir Double Rogue gehabt in dem Setup. Genau, sehr schwieriges Setup. Hier habe ich den einen Schurken direkt gesappt, den anderen geblendet. Ich glaube, der hatte sein Trinket. Ja, genau, der sitzt im Full Blind. Habe ich mit einem Geroard, also mit einer Blutung eröffnet. Das habe ich im Trinket geused. Wurde selber geblendet gerade. Und ihr seht hier, ich habe Geroard und Rupture auf dem Schurken drauf. Versucht, den auszubluten direkt. Jetzt bin ich hier direkt gevanished und mein Gameplan war einfach, jetzt den anderen Schurken hier so schnell wie möglich noch zu killen, bevor der andere kommt. Und es ist mir, jetzt habe ich hier noch Blutung drauf gemacht, da hätte ich vielleicht Ausweiden machen sollen. Dann wäre er wahrscheinlich noch ein Stückchen früher gestorben. Es war so ein bisschen, ich wusste natürlich nicht, wie viele Millisekunden habe ich noch, bis der Schurke kommt. Jetzt habe ich direkt Cloak used, damit ich nicht mehr verlangsamt bin. Und bewege mich so schnell wie möglich hier in die Starting Zone rein, damit ich quasi hier Format usen kann. Hat mein Arena-Mate mir gerade gesagt, dass der Schurke gleich hier sein müsste, deswegen bin ich direkt unsichtbar gegangen wieder. Hab, ihr seht, unten Zap gespammt, weil ich dachte, er ist irgendwie direkt neben mir. Und jetzt habe ich mich hier direkt zum Auge bewegt, was mir auch quasi mit meinem Addon angezeigt wurde, dass es direkt quasi gleich wieder da sein sollte. Und ja, hier ist der Schurke direkt hinter mir, hat quasi eröffnet. Jetzt hat er geshadowsteppt gerade, deswegen wusste ich, okay, er kann jetzt nicht hinter mich nochmal steppen. Dann habe ich das gerade sehr lucky noch überlebt und ihn dann tatsächlich noch killen können und haben wir das Game gewonnen. Ja, sehr, sehr, sehr lucky gewesen tatsächlich. Und auch gerade so Games gegen Double Rogue, ne? Wenn die auf deinem Druiden auf, also openen quasi, du hast halt wirklich ein, zwei Sekunden zum Überlegen, was macht man irgendwie, und dann muss man quasi direkt reagieren, sonst ist das Game quasi direkt verloren. Deswegen kann ich quasi auch euch da gar nicht so genau sagen, was man da machen sollte. Ihr solltet auf jeden Fall nicht zu lange warten, egal was ihr macht, ihr müsst eigentlich, ja, so ein bisschen auch darauf hoffen, dass die anderen Schurken auch aufgeregt sind, vielleicht auch Fehler machen. Ich würde auf jeden Fall stunnen, einen Schurken, ja, und gucken, ob er vielleicht sogar direkt sein Trinket used und den dann direkt blinden. Weil dann hat euer Druiden-Mate erstmal nur mit einem Schurken zu kämpfen. Das wäre so the way to go. Ja, es ist sehr, sehr hektisch. Generell in der Arena momentan natürlich, ne, haben wir ja schon drüber gesprochen. Die Leute haben durchgesuchtet. Viele Leute haben gerade gar nicht die Möglichkeit auch, ja, mitzuhalten von der Ehre, von dem Gear her. Und deswegen haben wir leider eine sehr burstlastige Arena momentan, die auch viele Games sehr schnelllebig machen und man gar nicht so wirklich taktisch agieren kann, würde ich sagen. Ja, jetzt mache ich quasi hier gerade erst die Weak Aura aus, ja, weil die mich so genervt hat. Ja, also einige, viele Sachen hier noch nicht perfekt gewesen in den ersten Spielen. Ja. Ja, jetzt haben wir hier Jäger, Druide. Tatsächlich. Jäger, Druide. Hier war ich auch noch ein bisschen verwirrt, warum das Trinket nicht direkt angezeigt wurde. Finde ich ein bisschen komisch auch. Wie gesagt, wenn jemand weiß, wie man das Trinket bei Ash Arena von vornherein anzeigen kann, das wäre Bombe. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Jetzt habe ich, ja, den Druiden gesucht und dann meinte mein Arena-Mate, ey, der steht da vorne und ihr seht gleich quasi direkt links neben dem Jäger steht der Druide. Ja, und habe ich mir gedacht, okay, komm, Premeditation drauf, zwei Combo-Punkte, Shadow Step und direkt Sheepshot. Ja, jetzt war ich direkt in der Falle, hab Trinket geused, Exposed Armor drauf gemacht, Cloak an, hinterher gesprintet, jetzt vanische ich nochmal. Ich weiß nicht, hab erst Kidney Shot gemacht, vanish, Blutung drauf gemacht, mein Trinket gezündet und es kam noch der Stun von meinem Mate und dann war der Druide down und ihr seht, ich bin trotzdem fast gestorben, weil der BM-Hunter einfach so kranken Schaden macht. Jetzt hat er hier die Flare schön positioniert an der Stelle, weil das Pet mir auch weiter hinterher rennt, obwohl ich vanische. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig, deswegen weiß der Jäger quasi direkt immer, wo man hinrennt. Finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, können wir aber nicht ändern. Ja, wahrscheinlich, wenn ich den Druiden hier nicht gefunden hätte, wenn die es ein bisschen cleverer gemacht hätten, hätten wir das auch safe verloren, ehrlich gesagt. Also, ihr habt gesehen, was der Hunter für Damage macht, ne? Wenn der auf meinen Druiden einfach Damage gemacht hätte. Ja, wäre wahrscheinlich direkt vorbei gewesen. Das ist halt einfach gerade so der Stand der Dinge in der Arena. Das können wir nicht ändern. Und wir skippen wieder ein bisschen nach vorne, dass wir nicht zu lange warten müssen hier. So. Deswegen haben wir jetzt auch einfach für uns die Entscheidung getroffen, Leute, ne? Wir werden einfach
Ehre Farm. Wir müssen einfach, also mein Mate ist wirklich full green. Es ist nicht so, er hat ein paar grüne Items, er ist wirklich full green. Er hat vielleicht zwei blaue Items oder so, ja, und das macht einfach keinen Sinn. Da kann man gar nicht taktisch agieren, wirklich in Arena. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen werden wir jetzt die nächsten Wochen auch uns erstmal primär auf den Ehre-Grind für ihn fokussieren. Ich habe eigentlich schon relativ viel Gear, ja. So, jetzt haben wir hier Shadow Priest Schurke. Jetzt habe ich hier direkt, ne, der Schurke ist aufgepoppt hier. Das heißt, ich weiß, er ist irgendwo in der Nähe bei Serena. Und jetzt habe ich mir gedacht, oh, dann war er tatsächlich dort in der Ecke. Eine sehr schöne Ecke auch. Tatsächlich, und dann habe ich auf den Shadow eröffnet. Ich war mir nicht so ganz sicher irgendwie. Ihr seht zum Beispiel, ich hab ihn auch nicht als Fokus-Target drin unten. Da habe ich immer noch den Priester, obwohl ich auf dem Priester drauf bin. Auch ganz klar schlecht gemacht natürlich. Jetzt bekomme ich hier ein bisschen Damage rein. Hab mich direkt für den Early Cloak entschieden. Der Schurke geht gerade auf meinen Druiden drauf. Bin ich hier gewanished und wollte nochmal Garrod usen, aber es wurde irgendwie unterbrochen, die Verschwollenheit. Ja, hier nochmal der Kidney Shot. Jetzt hat der Priester hier gerade sein Trinket geused an der Stelle. Der Schurke, ich glaube, ich versuche gleich den Schurken zu blenden. Ne, ich habe noch nicht mal geblendet, also ja. Also wieder völlig lost, das Game, wie wir das jetzt irgendwie auch so gewonnen haben. Keine Ahnung, das hätte auch wieder so ein Game sein können, wo wir irgendwie in einer Sekunde verlieren. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass man natürlich auch, also wir spielen auf so einem schlechten Rating, muss man einfach so sagen, dass wir quasi wirklich auch viele Leute drin haben. Ist nicht böse gemeint gegen die Gegner, aber das sind vielleicht auch einfach, ja, PvEler, die vielleicht mal in die Arena reinschnuppern, irgendwie mal for fun oder 10 Games die Woche machen. Keine Ahnung. Ja, viele Wins resultieren hier auch einfach aus der Unfähigkeit im PvP der Gegner, ja. So, jetzt skippen wir hier direkt in das nächste Game rein. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier im Setup Krieger Druide und jetzt könnt ihr zum Beispiel auch mal sehen, wie es gehen kann, wenn dann doch auch ein wenig mehr, ich sag mal, Erfahrung und Gear bei den Gegnern vorhanden ist, dann ja, wird die ganze Geschichte nicht mehr so einfach. Jetzt habe ich hier gerade mein Fokus-Target nochmal so ein bisschen nach oben verschoben. Ich habe auch zum Beispiel direkt mein Player-Frame und das Target-Frame auch ein bisschen nach oben verschoben vor den Games, weil ich einfach das Focus-Frame unten noch ein bisschen weiter nach oben machen wollte, weil ich einfach für mich persönlich so gedacht habe, okay, in der Arena sind ja eigentlich beide Gegner wichtig irgendwie so. Und jetzt, das war gerade völlig verloren. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade gesehen, dass der Druide dort in der Ecke stand. Wollen wir mal kurz zurückgehen? War gerade mega spannend. Man sieht so einen Frame. Achtet mal drauf. Der Druide dort. Oh, was mein, bin ich gerade los? Mein eigener Druide? Nee. Moment, warte mal. Nee, Sur war dort. Ich bin der Meinung, ich... Hier, dort bei der Flagge. Das, ja genau. Su ist hier hinten, da unten. Dort wäre der gegnerische Druide gewesen. Okay, würde ich mir direkt mal merken an der Stelle. Anscheinend ist das so eine beliebte Ecke, ne? Der eine Schurke war eben auch in der Ecke. Könnt ihr euch auch mal merken. Anscheinend verschickt sich dort der ein oder andere gerne mal. Okay, habe ich nicht gesehen, schade. Wenn ich das jetzt realisiert hätte, ich habe ihn kurz im Target gehabt, ne? Hab mich halt, ich dachte so, hey, er steht irgendwie in der Mitte. Da müsste ich noch so ein bisschen aufmerksamer werden, vielleicht in den nächsten Games nochmal. Okay. Das ist natürlich bitter. Wenn ich ihn da gesehen hätte, hätte ich natürlich direkt auf ihn eröffnet. Ich gucke da auch nicht einmal. Ich gehe da immer so. Ich gucke da nicht einmal genau rein, ne? Ja, wir waren hier so ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt auch. Wenn wir beide schon Gear hätten und ein bisschen eingespielt wären, dann wäre ich wahrscheinlich einfach bei solchen Games, ehrlich gesagt, einfach. Würde ich wahrscheinlich einfach auf dem Krieger eröffnen irgendwann. Und soweit sich der Druide zeigt, würde ich dann auf den Druiden switchen. Der Krieger, den würde man dann in Wurzeln halten oder im Cyclone. Und eigentlich sagt man so, einen Krieger kann eigentlich einen guten Heal-Druiden, guten PvP-Heal-Druiden nicht wirklich killen, ja. So, ihr seht aber hier völlig lost. Da bin ich irgendwie hochgesteppt, hab mir die Augen geholt. Ich wollte den Krieger zappen, dann hat der Druide mir viel Fire hinten gegeben. Ja, völlig schlechter Opener eigentlich. Habe ich einen Stun bekommen vom Druiden, habe ich Trinket geused. Jetzt kommt der Kidney-Shot hier direkt. Er hat Trinket geused und hat diese
Bärenhaut heißt, glaube ich, auf Deutsch ab, dass er einfach weniger Damage bekommt. Das ist ein Bär vor mir wieder. Und jetzt muss ich gucken, was ich jetzt mache. Ich vanische Shadow Step und nochmal Garrot, damit Garrot auch nochmal mehr Damage macht. Aber ihr seht, mein Druide ist hinten schon down mittlerweile. Er wurde quasi von dem Krieger gesnackt, einfach mal eine Runde. Jetzt habe ich den Druiden hier noch geblendet, auch völlig verloren. Das wäre meine letzte Win-Chance vielleicht noch gewesen, wenn ich hier den Krieger geblendet hätte an der Stelle. Seht aber auch zum Beispiel unten mal beim Focus-Target, ne, sind so die Cooldowns von den Gegnern, ist über dem Frame gerade auch völlig unübersichtlich dadurch. Ja, gibt es noch viel einzustellen auf jeden Fall von meinem UI. Generell zum Setup Krieger-Druide, vielleicht noch gerade ein paar interessante Infos. Da geht man, ihr seht nur mal das GVM-Druiden, ne? Digga, das war's komplett. Generell mit meinem Setup hier, Schurke-Druide, gegen das Setup Krieger-Druide, würde ich eigentlich immer nur dem Druiden hinterherrennen und darauf hoffen, dass ich den Druiden irgendwann killen kann mit der Hilfe von meinem Druiden. Das ist the way to go. Wenn man sich ältere Arena-Videos anschaut, wird das auch so gemacht. Problem ist nur, wir haben hier einen Gnomenkrieger und der kommt halt einfach jede Minute aus den Wurzeln raus, mit denen mein Druide ihn quasi, ja, von ihnen weghalten kann auch. Und man kann auf Sheergrad auch nicht so gut um die Säule kiten wie in Nahgrand zum Beispiel. Es hätte durchaus sein können, dass wenn wir zum Beispiel gegen das Setup gerade in Nahgrand gekommen wären, mein Druide deutlich länger überlebt hätte, weil er ja den Krieger einfach endlos hätte um die Säule kiten können. Ja, das ist einfach immer auch RNG natürlich, in welche Arena man da reinkommt. Das kann man nicht ändern. Generell kann man aber sagen, Gnomenkrieger sind in dem Setup Heal-Druide-Krieger die stärksten Krieger mit ihrer Gnomen-Ratio. Ja. Dadurch können die halt den Root immer brechen, jede Minute. Das ist schon sehr mächtig. Ja, jetzt haben wir hier Krieger-Schamane. Und ich glaube, das war sogar ein Ele-Schamane. Ich habe schon Böses befürchtet. Ich habe mir schon gedacht, oh je, ja, ihr seht da schon, der Krieger auch mit Deep Thunder natürlich. Ich will mich nicht beschweren. Ich habe auch die zweite Stufe vom Kolben mittlerweile natürlich. Aber letztendlich versauen wir uns das Arena-Gameplay selber. Ihr werdet es gleich sehen. Wer steht da einfach? Die Totems wurden hingestellt irgendwie. Das ist ein Setup, was eigentlich in späteren Seasons mit mehr Gear und so weiter gar kein Problem ist unbedingt. Aber am Anfang hier seht ihr schon, jetzt charge er gleich und hackt einfach drauf los so. Ist auch ein Ele-Schamane, der macht jetzt Hero an. Ihr seht, ich war fast schon gerade down. Ja, und jetzt, der macht einfach meinen Druiden down, während ich eigentlich gegen den Ele down gehe hier. Normalerweise würde mein Druide, wie gesagt, nicht annähernd so stark in Bedrängnis kommen gegen so einen Krieger. Ihr seht hier, ich habe hier auch so meine Probleme gerade gegen den Schaman. Ich habe auch zum Beispiel noch keinen Totem-Marco irgendwie, um die Totems schnell wegzumachen. Das müsste man vielleicht auch nochmal machen. Hat er aber auch sehr gut gemacht, der Ele hier an der Stelle, muss man sagen. Auch ein schlechter Verband. Ich hätte hier auch einfach viel, viel defensiver spielen können. Ne? Ich hätte hier einfach, ja, weiß nicht, viel weiter weggehen können. So. Und so kann der Krieger einfach von oben runterchargen und mich finishen. Man merkt einfach, dass ich noch sehr oft viel zu ungeduldig und unüberlegt auch agiere in der Arena. Hat man gerade wieder gemerkt, finde ich. Oder sehr gut gemerkt an der Stelle. So, wir skippen mal wieder weiter nach vorne. Ich meine letztendlich, klar, man will natürlich schnell gewinnen und das Game schnell für sich entscheiden und so weiter. Gut spielen und so weiter, aber in vielen Momenten ist man viel zu ungeduldig, ne? Und riskiert viel zu viel eigentlich. Arena, also in der Arena sollte es eigentlich auch schon oft darum gehen, eher auch mal zu sagen, okay, gut, wir resetten mal den kompletten Fight. Wir versuchen wirklich mal komplett wegzugehen vom Gegner, zu trinken und quasi nochmal frisch von vorne anzufangen. Das geht auch nicht mit jedem Setup so einfach, aber wenn man einen Healer dabei hat, dann geht das doch schon das ein oder andere Mal dann doch. Hier ist mir dann auch aufgefallen, zum Beispiel, dass ich mit meiner Offhand hier noch einige falsche Einstellungen hatte.
Ich habe hier, wie ihr hier unten sehen könnt, drei Waffen quasi mit Giften enchanted. Einmal hier links mit Crippling Poison, mit dem Slow Gift, einmal hier mit dem Wound Gift und einmal hier mit Mind Numb. Und je nachdem, welche Waffe ich quasi, also welches Gift ich quasi gerade brauche, dann wechsle ich quasi die Waffen mit einem Makro in Offhand. Das ist so ein Ding, was relativ gut tatsächlich schon funktioniert. Aber was hier dann auch, da hatte ich irgendeinen Fehler mit den Makros noch irgendwie. Ja, jetzt haben wir hier Hexenmeister Schurke. Sehr gutes Setup tatsächlich gerade, was man sehr gut spielen kann. Und hier habe ich auch schon so vermutet, okay, das wird ein schwieriger Win. Hier habe ich Geralt auf ihn gemacht und bin dann direkt gevanished, weil ich irgendwie dachte, okay, dass der Schurke vielleicht auf mich eröffnet. Er hat jetzt hier direkt auf meinem Druidenmate eröffnet, der sich hier schon pre-hortet. Und da ist der Schurke auch schon. Ich stunne ihn direkt. Er used direkt Trinket. Jetzt weiß ich nicht, warum ich hier kein Trinket use, ehrlich gesagt. Ja, schlecht. Ich weiß nicht, worauf ich warte. Ja, also ich habe ich hier noch einen Kidney Shot in die Evasion reingemacht. Auch schlecht eigentlich auf, wobei er aber eigentlich auch direkt das nächste Evasion angemacht hat. Es geht in dem Setup natürlich von ihm einfach nur darum, meine Druiden schnell wie möglich zu killen. Und mir war eigentlich schon klar, ihr seht ja schon, ich mache mich schon ready, die Arena zu verlassen. Tschüdi, tschüdi. Schlecht gespielt, viel zu lange gewartet mit dem Blind irgendwie. Weiß nicht, worauf ich gewartet habe. Da fehlt mir auch die Übersicht dann oft noch, glaube ich. Ob ich selber meinen Trinket schon geused habe oder nicht. Also, also weiß auch nicht, ne? Bei solchen Games muss man wirklich innerhalb von Sekunden agieren. Oh, jetzt sehen wir hier gerade mal, 1400er Rating hatten wir hier. Wenn man ganz kurz so in die 1400 reingeschnuppert. und selbst in Anführungszeichen auf dem Rating, bekommt man schon Leute, die gut spielen können. Wobei natürlich auch die Ratings gerade auch generell noch nicht so wirklich aussagekräftig sind, weil einfach natürlich viele Leute noch generell hochspielen und natürlich auch noch gar nicht in ihrem Rating angekommen sind, wo sie dann irgendwann mal spielen werden. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen mit dem Gear von meinem Mate, weil das ist natürlich schon eine enorme Schwachstelle. Und wir können eigentlich noch gar nicht so wirklich taktisch agieren, weil wir einfach durch sein Gear so limitiert sind, dass wir wirklich quasi, der Win ist momentan davon abhängig, ob ich es eigentlich schaffe, einen Gegner down zu nuken, mehr oder weniger alleine. Und wenn das nicht gelingt, dann haben wir in vielen Fällen direkt verloren. Und daher müssen wir einfach Ehre farmen, ne? So, jetzt haben wir hier Retri-Paladin-Schurke als Gegner. Auch ein eigentlich ein einfaches Setup vom Prinzip her. Hier habe ich jetzt auch unglaublich schlecht gespielt eigentlich. Wie gesagt, wenn hier Gear und Heal-Power auf dem Druiden vorhanden wäre, würde ich einfach auf dem Retri eröffnen. Irgendwann eröffnet der Schurke dann auf mich, dann gehe ich auf den Schurken. So versuche ich quasi gerade auf Krampf irgendwie den Schurken noch zu erreichen vorher. An dem Punkt hier hätte ich wahrscheinlich einfach auf den Retri eröffnen sollen, vermute ich. Jetzt hat er hier gerade Perception angemacht, war auch gut von ihm, hat er ein bisschen länger gewartet. Der Schurke eröffnet direkt auf mir, auch mit einer Blutung, auch sehr gut gemacht, muss man sagen. Mein Druidenmate war hier vielleicht auch ein bisschen nah dran, er hat gerade schon Trinket gezündet und hielt mich quasi gerade. Und jetzt habe ich den Restairs hier bekommen an der Stelle, wurde aber... Oh, nee, da habe ich es gerade noch ausgeschafft. Okay, jetzt hat sich mein Druidenmate... Nee, wurde nicht gesappt. Ah, jetzt hat er gewanished, der Schurke, und hat ihn gesappt. Das auf jeden Fall Missplay von meinem Mate, auch ein bisschen, würde ich sagen. Aber ihr seht, es ist halt einfach so Leben am Limit, Leute. Er hätte da in Bärform gehen sollen, wo er gesehen hat, dass der Schurke vanished und auf ihn zukommt. Aber es sind Sekunden, ne? Es sind Sekunden, von denen wir hier reden. Das Matchup lief von vornherein kacke. Also im Grunde genommen habe ich wirklich von vornherein alles kacke gemacht. Ich habe mir auch selber, habe ich auch meinem Mate direkt gesagt. Und würde ich euch auch empfehlen, in solchen Momenten, wenn ihr merkt, okay, ihr habt selber irgendwie Scheiße gebaut, es lag an euch, sagt einfach direkt, ey, ich habe gerade einfach schlecht gespielt. Und ja, das war so ein Game, wo ich einfach schlecht gespielt habe. So, jetzt habe ich hier gerade auch noch mal, ich habe auch neue Keybindings ausprobiert während der Spiele noch. Das ist auch immer noch so ein Ding, wo ich mich dann auch sehr leicht von ablenken lasse, wenn ich dann noch
ja, neue Binds ausprobiere, neue Makros und so weiter. Ja, waren sicherlich nicht die idealen Bedingungen, um hier gut in der Arena zu performen. Wir haben trotzdem dann noch das ein oder andere Game gespielt, weil wir einfach Bock hatten. Ja. Haben ja auch schon viele Leute gesagt, yo, such dir doch einfach einen neuen Mate und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich will mit ihm spielen irgendwie. Er ist ein guter Mate. Und ich bin auch einfach geduldig. Ja. Und wenn wir erst in Season 2 richtig anfangen können, dann ist es halt so. Ne? Wir werden sicherlich auch so for fun nochmal mit, so, mit dem einen oder anderen Kollegen spielen, denke ich mal. Aber ja, ich, und das ist halt auch so ein Ding, was ich euch auch empfehlen würde. Seid einfach so ein bisschen geduldiger mit euren Mitspielern. Erwartet nicht direkt, dass ihr da direkt rasiert in der Arena, sondern ja, seid geduldig. Ja, gegen das Team gibt es so die Taktik PvE Warlock, nennt man die Taktik. Man PvE't den Warlock einfach down. Also man ist an ihm dran, interruptet jeden Shit, macht einfach Damage. Hat in dem Fall nicht so gut funktioniert. Ihr seht auch, ne, mein UI links, ne, ist auch völlig verloren. Also da muss ich wirklich auch nochmal gucken, wie ich das genau mache. Die Casting Bar ist über dem Focus Target drüber irgendwie. Das ist alles irgendwie noch hier, da ist Arena, ist auch nochmal eine Casting Bar drin und so weiter. Also wirklich, da muss ich mein UI auch, da muss ich mir auch wirklich mal 2-3 Stunden die Zeit nehmen und mein UI wirklich perfekt für die Arena einstellen. Das ist auch einfach, kann man nicht erwarten, mit so einem Scheiß in die Arena reinzugehen und dann irgendwie zu dominieren, ne. Viele Dinge haben nicht geklappt gerade wieder. Hab den Priester eigentlich auch zu viel machen lassen. Der hat Mana geburnt auf meinem Druiden. Ich habe ihn nicht geblendet. Ich habe ihn nicht Shadow Step Kick gemacht. Und. Sehr viele Dinge sind da falsch gelaufen. Ja. Man muss aber auch sagen, es ist halt wirklich sehr schwierig. Und ich würde auch sagen, wir machen jetzt wirklich nur noch ein Game. Dann haben wir auch die heutige Session schon wieder vorbei, Leute. Ja, ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen, den nächsten Einblick, den nächsten Schritt in der Arena zu bekommen. Man muss einfach sagen, dadurch, dass einfach so extrem viel Druck und eben auch wenig Heal-Output von meinem Druiden-Mate kommt, muss ich natürlich, also kann ich mich zum Teil quasi gar nicht also wirklich auch intensiv auf den Fight konzentrieren, weil ich immer nur so im Hinterkopf so den Gedanken habe, oh, hoffentlich verreckt er nicht, so, ne? Wenn ihr natürlich die, wenn wir dann irgendwann mal das Gear haben, dass ich weiß, okay, er überlebt auch wirklich mal das eine oder andere, dann vermute ich, dass ich mich auch deutlich besser halt auch auf mein Target konzentrieren kann. Ja, und generell auf die Arena einfach. Das ja, ist einfach alles gerade noch sehr hektisch und kritisch in vielen Momenten. Gut, ja, das letzte Game für heute, Mage, Resto-Schamane, glaube ich. Ich glaube, es war kein Ele. Also hier Schamane, Mage. Und hier habe ich mich dafür entschieden, auf den Magier zu gehen. Ich vermute, mit Gear und wenn man eingespielt spielt ist und so weiter, mehr Erfahrung, dann würde man wahrscheinlich eher auf den Schamanen gehen. Ich habe mich hier einfach für den Open auf den Mage entschieden. Den, ja, Schamanen konnte ich eh nicht zappen, weil er in seiner Hundeform da gerade war. Den kann man nicht zappen. Ihr seht hier immer, wie ich hier rechts unten in der Ecke, achtet mal hier drauf, auf dem Bereich, wo die drei Waffen hier sind. Ich switche immer die erste Waffe mit der letzten Waffe, mit der dritten. Achtet da mal drauf. Ich switche immer die letzte Waffe rein. Mach dann gedankenbenebelndes Gift auf den Magier und switche dann wieder auf die erste Waffe, damit ich ihn wieder verlangsamen kann. Ja, ich, also der Gameplan quasi gerade ist einfach 24/7 auf den Mage hocken, dass er so wenig Schaden verursachen kann wie möglich. Ne? So, jetzt wollte ich hier gerade zappen. Ja, das, also wenn ein Gegner in 5 Sekunden Cyclone abbekommt, dann ist er out of combat, glaube ich, und dann kann ich ihn zappen. War gerade Miscommunication mit meinem Arena-Mate. Jetzt zum Beispiel hatte ich gerade die Waffe gewechselt, um Mindnamen auf ihn drauf zu machen. Problem war nur, dass der Schamane kann erstens selber Gifted spellen und er kann auch das Poison Cleansing Totem. Ich glaube, es steht hier gerade direkt neben mir. Kann er auch machen. Und damit sind die Gifte vom Mage, ihr seht es immer, direkt weg. Und der Mage kann eigentlich viel zu viel machen, rumrennen und so weiter.
Ich vermute, wenn die noch ein bisschen besser gespielt hätten, hätten die uns auch weggesnackt, ehrlich gesagt. Oder habe ich hier? Haben wir hier verloren? Ich glaube, wir haben hier sehr lucky dann doch noch gewonnen. Ja, der Schamane ist tatsächlich auch hier an der Stelle. Und jetzt kommt quasi dann noch mein Ausweiden von mir und der Mage geht direkt down, bevor er irgendwas machen kann. Ja, wunderschön. ja, wunderschön war es nicht. Natürlich. Aber wir gucken gerade nochmal, wie viel Damage wir hier gemacht haben. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Nein! Ah, eine Sekunde zurück. So. Zum Ende hier nochmal. Okay, ich habe ja, ne, 23k ungefähr gemacht. Der Mage hat sogar mehr Damage gemacht. Also, ihr seht halt, ne? Dann waren beide Healer mehr oder weniger am Ende. Ja, ich glaube, im Idealfall geht man hier eher auf den Resto-Schamanen wahrscheinlich. Genau, so, ja, das war das kleine Arena-Commentary heute. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen weiteren Einblick in unsere Reise in der Arena in Burning Crusade Classic geben. Wie gesagt, es hat sich von dem Gear eigentlich nichts geändert bei meinem Druiden. Er hat genau das gleiche Gear wie letzte Woche. Und letztendlich, das müssen wir alle einfach akzeptieren in WoW, geht es einfach auch um Gear. Nee, man muss am Anfang sich das Gear besorgen. Ohne Gear geht es nicht. Es gibt gerade auch viel Kritik an Blizzard, weil gerade so die neuen Leute, die mit Burning Crusade neu angefangen haben, es sehr schwierig haben, Ehre zu farmen momentan. Bordler warten sehr lange auf eine Queue, die Allies verlieren nur, man bekommt sehr, sehr wenig Ehre pro BG. Muss ich auch sagen, ich finde es auch eher schade, weil es interessiert doch irgendwie auch keine Sau, oder? Ob die Leute da jetzt irgendwie relativ schnell das Ehre-Gear haben oder nicht. Gibt doch den Leuten die Möglichkeit, ja, zeitnah auch in der Arena durchzustarten, ja. Würde mir da wirklich wünschen, wenn da irgendwie noch was an der Ehre geändert wird, tatsächlich, dass man ein bisschen schneller Ehre farmen kann. Aber auch muss man sagen, auf der anderen Seite, wie immer eigentlich, die Spieler versauen sich selber die Erfahrung, weil wenn wir alle so fett rein grinden direkt von Anfang an, dann bleiben eben die Spieler auf der Strecke, die eben neu angefangen haben und nicht direkt neu laufen können, ja. Leute, gerne wie immer Feedback oder irgendwelche Fragen zu den Arena-Setups in die Kommentare. Ich hoffe, euch gefallen diese neuen Arena-Formate hier, auch wenn wir quasi noch nicht direkt steil gehen in der Arena. In dem Sinne, bis zum nächsten Video, euer die Pfeiler. Ciao, ciao.